Der Wirtschaftsverkehr trägt erheblich zu Umweltbelastungen in Innenstädten bei. Ein Lösungsbaustein zur Senkung von Luftschadstoffen, Lärm und CO2 ist das Lastenrad. Mit dem Projekt Ich entlaste Städte hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt das Potenzial von Lastenrädern erstmalig einem deutschlandweiten Realitätscheck unterzogen. Über 750 Unternehmen und öffentliche Einrichtungen testeten 3 Monate lang die unterschiedlichsten Lastenradtypen. Vom Kleinstunternehmen bis zur großen Organisation, von der Lieferfahrt bis zum Handwerkereinsatz. Die eigens dafür entwickelte App zeigte den Testerinnen und Testern ihre persönliche Statistik an und liefert der Forschung wichtige Erkenntnisse. 67% aller Autofahrten konnten ersetzt werden. 2/3 aller Beteiligten bewerteten die Lastenräder als gut bis sehr gut. 1/3 der Firmen entschied sich für die Anschaffung eines eigenen Lastenrads. Wichtige Treiber der Nutzung sind Unabhängigkeit von Parkplätzen, ausreichender Aktionsradius, positiver Effekt für das Firmenimage. Das Projekt zeigte allerdings auch Optimierungsbedarf auf, beispielsweise bei den Transportkisten, der Handhabung und dem Wetterschutz. Kosten und Rahmenbedingungen wie Zufahrtsbeschränkungen und die örtliche Infrastruktur beeinflussen die Akzeptanz. Neben diesen Tests mit batterieelektrischen Lastenrädern wird zudem im DLR die Brennstoffzelle als emissionsfreier Antrieb in einem EU-Projekt mit 5 Städten europaweit untersucht. Lastenräder mit Brennstoffzellenantrieben haben eine kürzere Betankungszeit, eine höhere Reichweite und können dank eines im DLR entwickelten Vorheizers ganzjährig nachhaltig betrieben werden. Das Lastenrad, ein wichtiger Beitrag für lebenswertere Städte.